Die ungewöhnliche Werbekampagne mit Plakaten im Ort und Postwurfsendungen in den Briefkästen hat Wirkung gezeigt, denn der Besucherandrang in der Aula der Barleber Schule war groß. Die DSN-Net, ein Internetanbieter aus Brandenburg und Gewinner der Ausschreibung der Arge des Landkreises, beginnt jetzt in Barleben mit der Akquise und muss Vorverträge abschließen, um in der Einheitsgemeinde ein Glasfasernetz für wirklich schnelles Internet zu bauen. Die Argem, hier Bilder ihrer Webpräsenz, ist ein Zusammenschluss von 8 Gemeinden, die versuchen wollen, ein eigenes modernes Glasfasernetz zu bauen, um später als Betreiber auch den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Betrieb zu ziehen. Dazu gibt es zurzeit Fördermittel von EU, Bund und Land. Welche Gemeinden gehören denn jetzt noch zu dieser Arge? Denn Barleben ist ja wohl im Moment die letzte Gemeinde, in der Sie mit dieser Akquise beginnen. Genau, das fing an in der westlichen Börde. Dann ging es nach Oschersleben, gehört noch mit dazu, Ebisfelde-Weferling, Flechting, die niedere Börde, Elbe-Havel, Wandsleben und jetzt Barleben. Warum ist Barleben nach Ihrer Ausrichtung der letzte Ort? Das hat gar nichts damit zu tun, dass es um irgendeine Ausrichtung ging. Das war eigentlich mehr die Reihenfolge, wie sich die Gemeinden bei uns gemeldet haben, in welcher Brisanz sie gesagt haben, wir wollen anfangen oder wir warten noch ein bisschen. Wir reden hier von schnellem Internet und der Andrang in der Schulaula belegt, hier wird schnelles Internet gebraucht. Aber schnell bedeutet auch, dass das schnelle Internet jetzt und schnell gebraucht wird und nicht erst möglicherweise in über 2 Jahren. Das wissen auch die Breitbandengel der DSN-Net und bauen in ihrer Präsentation gehörigen Druck auf. Sie zeigen, was mit schnellem Internet möglich ist und dass Deutschland da im internationalen Maßstab weit hinterherhängt. Also unser Ziel ist es vor allem natürlich, die Bürger zu informieren, worum es hier geht, dass eben ein kommunales Projekt hier am Laufen ist. Das heißt, ein kommunales Glasfasernetz, was ich die Gemeinde bauen möchte. Wir sind Netzbetreiber. Sind jetzt auch ein Starterpaket sozusagen, ein Anbieter. In den ersten 2 Jahren stehen wir zur Verfügung. Und wichtig ist einfach, dass die Menschen hier einfach begreifen, worum es geht. Infrastruktur für die Zukunft zu schaffen, Infrastruktur für ihren Ort zu schaffen, Arbeitsplatzsicherung und natürlich auch Mehrwert zu haben durch einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Um den Druck zu verstärken, ein Log-Angebot. Wer sich in den kommenden 7 Wochen dazu entscheidet, sich ein Glasfaserkabel ins Haus legen zu lassen, bekommt den Anschluss gratis. Stichtag ist der 31. Oktober. Dann kostet alleine der Anschluss, so suggeriert es jedenfalls der Flyer, 2000 Euro. Sie müssen eine gewisse Quote erreichen, bevor die Gemeinde bereit ist, in den Ausbau zu finanzieren. Wie ist das jetzt genau detailliert zu werten? Also prinzipiell ist natürlich die Gemeinde bestrebt, eine Quote zu erzielen. Man kann immer sagen, dass bei einer 60-prozentigen Quote der Ausbau ja dingfest gemacht werden kann. Alles, was da drunter ist, was so 45-47% in dem Bereich wird, muss die Gemeinde einfach rechnen, ob es wirtschaftlich ist. Fördermittel sind da, die reichen aber leider eben nicht aus, um das komplette Netz bauen zu können. Deswegen die besagte Quote. Und da muss man schauen, wie die Quote eben entsteht, was passiert. Und dann muss die Gemeinde einfach durchrechnen, ist es wirtschaftlich für einzelne Bereiche, können wir dort anfangen zu bauen. Bleiben wir bei den Kosten. Der einfachste Anschlussvertrag kostet dann 49,90. Das sind knapp 600 Euro im Jahr und man ist für 24 Monate gebunden. Wenn sich nicht 60% der möglichen Anschlussteilnehmer finden, muss die Gemeinde den Fehlbetrag irgendwie aufbringen. Also wird der schwarze Peter, ob es ein kommunales Glasfasernetz gibt oder nicht, auf die Bürger geschoben. Denn wenn es nicht klappt, kann man immer sagen, ihr habt ja nicht gewollt. Wenn das alles klappt, was halten Sie für einen Baubeginn für realistisch? Also wenn man auf die Internetseite der Arge Breitband raufgeht, da hat die haben sehr, sehr forsche Ziele und die sind sehr, sehr sportlich. Da stehen Zahlen von Ende 19, dass die ersten am Netz sind. Ich denke, wenn das Anfang 20 im Frühjahr der Fall sein sollte, ist das auch schon eine gute Geschichte. Hat das zeitlich ganz gut gepasst. Letztendlich ist alles abhängig davon, inwiefern die einzelnen Orte oder die Gemeinde einfach eine Quote schafft. Je schneller eine Quote vorhanden ist, desto schneller kann gebaut werden. Glasfaser ist ohne Zweifel die Zukunft. Die Liberalisierung der Telekommunikation eine Chance. Aber die Unwägbarkeiten für diesen Plan sind relativ groß. Jetzt liegt es an jedem selber, wie er sich entscheidet.